Wir schauen uns an, wie löst man eigentlich eine quadratische Gleichung mit der PQ-Formel. Ja, eine quadratische Gleichung, was ist das eigentlich? Wir haben einen Term, zum Beispiel diesen, 2x² minus 6x minus 56 gleich 0. Das ist eine Gleichung, weil es ist eine Gleichung in der Mitte und rechts steht eine 0, links steht ein Term und dieser Term enthält die unbekannte x mit einem Quadrat. Außerdem die unbekannte x ohne das Quadrat und das macht es ein bisschen kompliziert. Wenn wir also wissen wollen, welches x diese Gleichung löst, dann brauchen wir Technik. Es gibt noch andere Möglichkeiten als die sogenannte PQ-Formel, die ich euch hier erkläre. Zum Beispiel die quadratische Ergänzung, aber das ist ein anderes Video. Okay, also, die PQ-Formel kann man anwenden, wenn man die quadratische Gleichung in der Standardform hat. Standardform bedeutet, dass man vor dem x keinen weiteren Faktor hat. Das x Quadrat muss also alleine stehen. Und dafür werde ich jetzt erstmal also diese 2 hier los. Mit der Äquivalenzumformung geteilt durch 2. Es bleibt x Quadrat minus 3x minus 28 gleich 0. Okay, das ist die Standardform der quadratischen Gleichung. Und wenn man jetzt in ein Mathebuch guckt, dann findet man, dass so eine Gleichung gelöst wird durch folgendes: x1 oder x2 ist minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q. Oha, sieht kompliziert aus. Man fragt sich gleich, was ist eigentlich dieses p und was ist das q? Nun, wenn man sich so eine quadratische Gleichung in der Standardform anguckt, dann ist das immer so, es fängt an mit x², dann kommt irgendwas mal x, und dann irgendeine Zahl und das ist gleich 0. So, und jetzt sagt man, das, was vor dem x steht, das ist das p. Und in diesem Fall müssen wir darauf achten, dass das Vorzeichen mitkommt. Und das, was alleine steht, das ist das q, auch mit dem Vorzeichen. Wir haben hier jetzt also durch Ablesen, Achtung, anderer Stift, durch Ablesen stellen wir also fest, dass p ist hier minus 3 und das q ist minus 28. So, damit ist man aber im Prinzip schon fast fertig, ne? Also man liest ab, was steht vor dem x und was ist die Zahl, wenn man die quadratische Gleichung in der Standardform hat. Ja, und jetzt setze ich nur noch ein. Es gibt zwei x, die Lösungen sind, x1 und x2. Und ich setze jetzt also die Zahlen ein. An der Stelle, wo das p steht, schreibe ich jetzt immer minus 3. Und da, wo das q steht, schreibe ich minus 28. Also, minus, und jetzt kommt p, da schreibe ich minus 3. Halbe. Und jetzt nehme ich mal die erste Lösung mit dem Plus. Da kommt also Wurzel minus 3 halbe zum Quadrat minus. Und jetzt kommt das Q. Das Q ist aber hier minus 28. So, das ist die erste Lösung. Die zweite Lösung ist minus 3 halbe. Und jetzt
kommt die negative Wurzel von minus 3 halbe in Klammern zum Quadrat minus minus 28. So, ich habe also an die Stelle, wo das p stand, hier, oh, das soll diese Farbe sein, hier und hier, die minus 3 geschrieben, also hier und hier. Und da, wo das q stand, das ist nur eine Stelle, da habe ich die minus 28 geschrieben. Wie gesagt, im Prinzip fertig. Jetzt kann man das in den Taschenrechner tippen oder noch ein bisschen weiter zusammenfassen. Aber es passiert jetzt nichts Aufregendes mehr. Ja. Also minus, minus 3 halbe sind plus 3 halbe plus Wurzel. Und jetzt kommen hier 9 Viertel plus 28. Das sind also 3 halbe. Plus die Wurzel aus 121 Viertel. Entsprechend findet man die zweite Lösung 3 halbe minus die Wurzel aus 121 Viertel. Meistens bleiben die Lösungen so stehen. Hier hat man jetzt, wie durch Zufall, das Glück, dass unter der Wurzel zwei Quadratzahlen stehen, im Zähler und im Nenner des Bruchs. Also haben wir hier 3 halbe plus 11 halbe und 3 halbe minus 11 halbe. Das hier sind 14 halbe, also 7. Und das hier sind minus 8 halbe, also minus 4. Okay, die quadratische Gleichung, die wir am Anfang angeguckt haben, diese hier also, hat die Lösungsmenge minus 4 und 7. Ich fasse nochmal zusammen. Was habe ich getan? Nun, erstens, ich bringe die quadratische Gleichung in die Standardform. Wenn ich die Standardform habe, dann schreibe ich mir die PQ-Formel hin. Das hier ist die PQ-Formel. PQ-Formel. Die habe ich natürlich auswendig gelernt. Und wenn ich die PQ-Formel da stehen habe, dann gucke ich, was ist das P? Das P ist die Zahl vor dem x inklusive Vorzeichen. Und dann gucke ich, was ist das Q? Das ist die Zahl, die kein x hat, inklusive Vorzeichen. Das schreibe ich mir auf und setze die Zahlen ein. Rechne aus. Mit Bruchrechnen, mit Vorzeichenregeln, mit Quadrate ausrechnen und so weiter. Und dann bekomme ich die beiden Lösungen.